Angemeldete Kurzintervention geben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Meine Damen und Herren, wir sind hier im Deutschen Bundestag und nicht irgendwo in einer Kneipe in der hinteren Ecke. Wenn Sie, und ich muss sagen, ich bedauere fast, dass Sie gerade nicht mitbekommen, was sich hier, wenn ich mich umdrehe, rechts von mir abspielt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir sind gewählt hier im Bundestag, und das ist ein Privileg und eine Ehre. Und dass wir hier herzhaft miteinander diskutieren, gerade bei einem solchen emotionalen Thema, ist selbstverständlich. Und auch ich bin immer gerne bereit, eine fröhlich-lustige Auseinandersetzung zu führen. Wenn aber hier die Damen und Herren, Frau von Storch und vor allen Dingen die Herren, im Kontext von Transgender, von Schweinen und Kühen sprechen, dann möchte ich hier eindeutig sagen, ich bedauere sehr, Frau Präsidentin, deswegen bin ich nach vorne gekommen, Sie hören das nicht, was sich hier abspielt. Und ich möchte das nur, dass das jeder weiß. Diese despektierliche Art hier in diesem Hause ist unerträglich. Und die Tatsache, dass wir das ertragen müssen, ist das eine. Aber ich finde, es ist wichtig, dass das alle wissen. Und ich frage Herrn Gauland als Fraktionsvorsitzenden, inwieweit Sie eigentlich in einer Fraktionssitzung darüber mal reflektieren, was Ihre Kollegin schreiend und Ihre Kollegen unter der Hand, aber so laut, dass wir es deutlich hören können, hier raushauen. Ich möchte, dass Sie, Herr Gauland, uns mal erklären, ob das einmal reflektiert wird und was wir hier eigentlich alles ertragen müssen. Und das im Namen des deutschen Volkes. Ich wehre mich dagegen und ertrage es auch nicht länger. Vielen Dank. Möchte jemand aus der AfD-Fraktion reagieren? Frau von Storch.